ich hier gerade irgendwas nehmen? Ist es denn jetzt wahr? Hallo, ich will zum Vorsprung. Hallo? Ist es denn jetzt wahr? Ich will da jetzt hin. Oder können wir da nicht mehr hin? Da drin ist alles eingefroren. Hier will ich nicht lange rumstehen. Schön, schön. Da geht er nicht mehr rein. Ich würde hier gerne... Nein! Ah. Warte mal, hier fließt doch das Wasser. Warte mal. Vielleicht müssen wir hier an dem Spalt... So. Machen wir noch einen hier. Das irgendwie auffüllen. Das scheint nicht zu funktionieren. Das Wasser fließt jetzt da lang. Ah. Okay. Was haben wir damit jetzt bezweckt? Was haben wir jetzt damit bezweckt? Gehen wir nochmal hier hoch. Das Wassersystem ist an dieser Stelle hier unterbrochen. Das wird nicht funktionieren. Warum haben wir... Ich hätte Klempner werden sollen bei meinem Talent. Ist wenigstens krisensicherer als Abenteurer. Aber warum haben wir das jetzt machen müssen? Wasser fließt durch die Gravuren im Stein nach unten. Das scheint nicht zu funktionieren. Gehen wir nochmal hier hin. Warum haben wir das Wasser jetzt weggelenkt? Hat sich jetzt... Weil das Wasser geht ja hier rein. Von da oben. Nein. Ja, wollte ich doch nicht hin. Gehen wir nochmal wieder zurück. Ja, wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich da runtergegangen sein. Also wie da runter. Hier meinte ich. So, jetzt müsste das Wasser doch eigentlich hier reinfließen. So wie wir das eben sehen konnten, fließt das Wasser hier rein.
probieren wir es jetzt noch einmal. Die Eiszapfen haben sich verdächtig bewegt. Tja, nur leider nicht stark genug. Vielleicht muss einfach nur mehr Gewicht rein. Hättest du gern. Dafür war so eine schöne Vase wirklich nicht gedacht. Nicht sehr spannend. Wäre nicht schlimm, wenn ihnen was passiert. Das ist wohl nicht wichtig. Das ist wohl nicht wichtig. Wenn wir jetzt wieder dahin rennen. Wir müssen irgendwas mit diesen blöden Vasen machen. Aber nur was? Wir haben das Wasser umgeleitet. Nehmen wir nochmal eine Tondingen hier mit, so eine Vase. So. Weil wir haben das doch hier improvisiert. Das scheint nicht zu funktionieren. Wofür? Ich verstehe einfach nicht wofür. Eine seltsame, er ist mit einer dicken Eisschicht überzogen. Eine seltsame, er ist mit einer dicken Eisschicht. Lol, das geht immer weg. Tja. Das Wasser fließt jetzt hier so entlang. Hier. Das Wassersystem ist an dieser Stelle hier unterbrochen. Man weiß aber jetzt nicht, wofür das hier gut sein soll, ne? Da braucht man noch mehr. Ich schneide ein Stück ab. Ah, wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als nur diese eine Röhre. Machen wir das einfach mal. Hab das Wasser weiter nach unten geleitet. Okay, dann schneiden wir noch mal was von dieser Röhre ab. So. Ach, geht nicht mehr. Ich hätte Klempner werden sollen bei meinem Talent. Ist wenigstens krisensicherer als Abenteurer. Aber hier fehlt doch noch, dann gucken wir nochmal nach so einer Pflanze. Vielleicht finden wir ja nochmal eine. Gucken wir mal hier. Eine Röhrenpflanze, da haben wir noch eine. Ich schneide ein Stück ab. So. Machen wir das Türchen wieder zu. Und gehen jetzt hier nochmal durch. Und ich hoffe, dass es dann das... Ein Rohrpflanzenstück ist hier völlig fehl am Platz. Ein Rohrpflanzenstück ist hier völlig fehl am Platz.
Aber ich konnte noch ein. Ah, hier. Jetzt fließt es bis in die eiskalte Hütte. Durch das ganze Eis ist der Weg durch die Hütte jetzt blockiert. Das ist... Spiel gespeichert. Schön. Das ist jetzt schon mal Jod. Das heißt, die Strecke haben wir hier auch schon mal jetzt gesperrt. Amanda! Jack, der Südstaatler ist versorgt. Geht's dir gut? Wo ist Eve? Hast du den Schatz gefunden? Sie ist mir entwischt. Und sie hat noch das Amulett. Wir sollten keine Zeit verlieren. Okay. Weiß sie, was man vielleicht mit den Geysiren machen kann? Nee. Gehen wir mal hier hin. Weil da kann sie jetzt nicht hin. Was? Wie konnte das passieren? Und Duck. Sie ist eingesperrt. Jetzt sollte ich sie leicht fangen können. Ich hoffe. Eve, gib uns das Amulett. Es ist vorbei. Geronimo! Es ist meins, ihr Loser, mein Schatz. Super Idee, den Kerl zu verfolgen. Da drüben ist er. Schon wieder das Amulett. Und wo ist Eve? Es ist meins. Und jetzt? Vielleicht können wir das jetzt erst machen mit diesen Geysiren. Vielleicht hat es vorher einfach nur nicht funktionieren dürfen. Gucken wir mal. Ihr verdammten Yankees! Nein! Oh, verdammt! Pass auf, jetzt kommt wieder dieser Umbati und nimmt sich das uns wieder vor der Nase weg. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, wir müssen hier rum. Yep. Ja, komm, nimm dir das. Endlich habe ich wieder mein glühendes Amulett. Na, endlich. Und das speichern wir jetzt auch. So, dann wollen wir mal mit Amanda reden. Wir haben endlich das Amulett. Aber was machen wir jetzt damit? Wir müssen einen Weg finden, die Kräfte des Steins zu wecken. Okay. Vielleicht damit? Weil er ist ja mit Wärme. Hallo, darf ich bitte mal was machen? Eine Säge ist mit einer dicken Eisschicht überzogen. Ja. Ich kann das Amulettstück nicht einsetzen, solange der Sockel eingefroren ist. Okay, dann machen wir erstmal die anderen. Fangen wir damit erstmal an.